Köln ist damals wie heute Verkehrszentrum West. Die Infrastruktur ist für ein modernes Wirtschaftszentrum hervorragend ausgebaut. Der Konrad-Adenauer-Airport ist der zweitgrößte Flughafen in Deutschland für Luftfracht. Täglich werden Hunderte von Flugzeugen abgefertigt. Dabei wird ein Volumen von jährlich 650.000 Tonnen und fast 10 Millionen Passagieren erreicht. 24 Stunden am Tag wird hier verladen, transportiert, gecheckt. Der Kölner Autobahnring zählt zu den am höchsten belasteten Autobahnabschnitten Deutschlands. Durch einen zum Teil vierspurigen Ausbau wird versucht, die reibungslose Passage von bis zu 180.000 Fahrzeugen zu ermöglichen. Durch den Rhein als Transportweg war Köln einst zu einer reichen Stadt geworden. Bis heute leistet der Verkehrsweg Rhein einen beachtlichen Beitrag im Güterverkehrskonzept der Stadt, da er Köln mit den großen Seehäfen Rotterdam und Antwerpen verbindet. Die wachsenden Verkehrsströme erfordern zunehmend intelligente Logistikkonzepte. Umschlagbahnhöfe wie der Containerbahnhof Eiffeltor, auf dem täglich ca. 300 Waggons be- und entladen werden, stellen eine Schnittstelle zwischen Schiene und Straße dar. Mitten in Köln, unmittelbar am Fuße des Domes gelegen, ist der Kölner Hauptbahnhof nicht zu verfehlen. Mit etwa 200.000 Besuchern täglich ist er einer der verkehrsreichsten in Deutschland und ein Knotenpunkt für den europäischen Fernverkehr. 1.200 Züge fahren hier täglich ein und aus, darunter die modernsten wie der ICE 3, der Thalys oder der ICE Sprinter. Die Verkehrswege in Köln sind hervorragend ausgebaut. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln der KVB gelangt man oftmals schneller und bequemer zu seinem Ziel als mit dem Auto. Die Römer und die Franken hatten noch keine Parkplätze eingeplant. 1876 wurde die erste Pferdebahnlinie in Dienst gestellt. Bis 1903 wurden alle Strecken elektrifiziert. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Schienennetz derart stark zerstört, dass erst 1946 die ersten sogenannten Stummelbahnen wieder Passagiere transportieren konnten. Heutzutage befördert die KVB auf den Bahn- und Buslinien über 230 Millionen Fahrgäste pro Jahr. Die Linienlänge beträgt über 800 Kilometer. So ein eng geknüpftes Verkehrsnetz findet man kaum in einer anderen Stadt.